Sie sind hier, 13. September 2018, 9.56 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Paulo Dybala steht bei Juventus Turin noch bis 2022 unter Vertrag. Urheberrecht Getty Images. Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo sinken die Einsatzchancen von Paulo Dybala. Der Argentinier steht daher angeblich vor einem Wechsel im Winter. Sowohl in der argentinischen Nationalmannschaft, aber vor allem bei Juventus Turin musste Paulo Dybala zuletzt mit der Reservistenrolle Vorlieb nehmen. Ein Abschied des 24-Jährigen rückt daher immer näher. Das glaubt jedenfalls sein Maurizio Samparini, Präsident von Dybalas Ex-Club US Palermo. Er hat etliche Angebote und ich denke, er wird die Bianconeri verlassen, sagte Samparini bei RMC Sport. Dybalas Zukunft sieht der Palermo-Boss in Spanien. Vor 2 Jahren habe ich Paulo eine Nachricht geschickt und ihm geraten, nach Spanien zu wechseln. Ich sagte ihm, er soll dorthin gehen, wo Fußball gespielt wird, aber nicht in Italien bleiben, sagte der 77-Jährige. Früher oder später wird er das machen, weil ich glaube, dass Juventus mit seinem Verkauf Geld machen will, daher glaube ich, dass er den Club im Januar verlassen wird. Dybala besitzt bei Juve noch einen Vertrag bis 2022. Doch auch wegen der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo verringerte sich seine Einsatzzeit. Nach einem Einsatz über 90 Minuten zum Saisonstart saß der Offensivspieler gegen Lazio Rom nur auf der Bank. Am 3. Spieltag in Parma wurde er erst in der Schlussphase eingewechselt. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.